die Damen tanzen, um sich und der Umwelt näher zu kommen. 21 Frauen sind bei der Jubiläumswoche vom Starfire Mountain College dabei. Die Ladina Kinci unterrichtet sie und zeigt ihnen, wie sie stolzer und selbstsicherer durchs Leben gehen können. Die Lehre die kommt eigentlich aus dem Siddha-Yoga. Und die Lehre sagt das Gleiche wie das, was eigentlich Jesus Christus Botschaft ist. Gott wohnt in jedem Mensch. Gott wohnt in jedem Wesen. In jedem Mensch ist eine göttliche Quelle. Sie hat einfach verschiedene Namen. Wie in Indien sagen wir Kundalini Shakti zum Beispiel. In China Chi, in Japan Ki. Im Christentum der Heilige Geist. Die Indianer sagen der grosse Geist. Gemeint ist immer die Kraft hinter allem, in allem, der innerste Power. Dann geht es raus in die Natur, um die Mutter Erde zu spüren. Zusammen mit ihrer Lebenspartnerin Bea Ender führt Ladina Kinci ins College schon seit 15 Jahren. Bilanz ist, sehr, sehr viele Menschen haben können ihr Herz auftun, haben können ihre Fülle spüren, haben können Frieden in die Welt hineinbringen, sich selber leben. Ich bin sehr, sehr glücklich und sehr dankbar. Natürlich ist es sehr viel Effort und Anstrengung, aber ich mache es gern und ich würde es sofort wieder machen. Für die Teilnehmerinnen gibt es eine geführte Meditation, wo sie den Atem und den Pulsschlag von Mutter Erde wahrnehmen wollen. Die ganze Woche lernen die Frauen durch Meditation, Tanz und schamanische Ritual Frieden mit sich und der Welt zu schliessen. Am Samstag veranstalten die Leiterinnen dann noch einen sogenannten Earth Run. Das ist ein Erdheilungsritual und da rennen wir im Kreis. Und zwar tun wir nicht im Kreis einfach für uns rennen, sondern jede und jeder gibt seine Energie für die Delfin, für die Regenwälder, für alle Frauen, die Brustkrebs haben, für alle Männer, die Alkohol trinken, dass jeder Mensch und jedes Wesen kann frei und glücklich sein. Und das gibt eine enorme Power. Wer an dieser Performance dabei sein will, kann in der Arcada-Turnhalle in Davos Platz kommen. Dort findet am Samstag der Höhepunkt dieser Woche statt.